Ich bin Senatsmitglied des deutschen Mittelstandes. Ich bin im Bundesverband Mittelständische Wirtschaft im Senat. Ich bin in der Europäischen Wirtschaftskommission. Ich werde den Teufel tun, im Klartext gesprochen, Löhne zu bezahlen, die nicht auskömmlich für meine Mitarbeiter sind. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich weiß auch nicht, wer den Herrn Schneider autorisiert hat und wo er seine Einblicke her hat. Das würde mich gerne mal interessieren. Und Ihnen, Herr Schneider, biete ich an, Sie dürfen gerne nächste Woche zu uns kommen. Sie können in die Personalabteilung gehen und können auch den Herrn Dr. Grobe von mir aus mitnehmen. Dann können Sie sich mal unsere Löhne anschauen, was wir so bezahlen. Und ich denke, meine Mitarbeiter sind damit einverstanden, damit das Geschwätz endlich mal aufhört.